Herr unser Gott, wir haben uns hier versammelt, um dein Wort zu hören, um Stärke zu gewinnen in diesem Wort, um zu bestehen in einer Welt, die um uns herum durcheinander gerät. Wir wollen festhalten, Herr, und blicken auf dein Wort, auf deine Gnade und wissen, dass deine Hand immer über uns ist. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Hab Dank, dass wir das Wort finden können, das uns jetzt geschenkt wird. Hab Dank, Herr, dass du unser Herz erfüllst mit dem Frieden deiner Gegenwart. Segne uns, denn ohne diesen Segen, Herr, können wir nicht leben. Wir danken dir für dieses Geschenk, das du uns gibst. Amen. In der Antike fand ein Wettrennen statt, in Griechenland. Und da sahen die Freunde von einem Läufer, dass die Konkurrenz weiter vorne war. Und ihr Freund war ganz weit hinten. Und die haben ihn angespornt, aber der Abstand war zu weit. Und was haben sie gemacht? Da hat er eine Idee. Aus seiner Tasche zog er eine goldene Kugel und rollte sie in die Bahn. Und der war ziemlich weit vorne. Und als er diese goldene Kugel sah, blieb er stehen, schnappte die Kugel und der Konkurrent ging vorbei. So hat man die Leute manipuliert. Durch diese goldene Kugel wurde er so getäuscht, dass er dadurch das Rennen verloren hat. Wir wollen uns heute Gedanken machen, was ist unsere goldene Kugel? Was ist deine goldene Kugel, die dich ablenkt von dem Weg, der zum Ziel führt? Darüber möchten wir heute uns Gedanken machen. Und ich lade euch ein, mit mir das Bibelwort aufzuschlagen in Lukas Evangelium Kapitel 12. Lukas Evangelium Kapitel 12. Und da können wir folgende Situation sehen. Lukas 12, und da lese ich zuerst den Vers 1. Und da heißt es hier: Unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, sodass sie sich untereinander traten. Da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Was lesen wir hier? Wir finden Menschen, wo Jesus, er ging ja von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf, und da kamen jetzt so viele Menschen, die Bibel sagt, tausende Menschen, also ein wenig mehr als wir hier sind, tausende Menschen kamen zusammen, um Jesus zu hören. Also es war etwas ganz Großartiges. Und so gibt Jesus hier bestimmte Anweisungen, auf was es ankommt. Und er spricht besonders über die Pharisäer, die wirklich das Volk verführt haben. Und in diesem Zusammenhang geht dann die Geschichte weiter. Und als so die Zuhörer das überdenken, was er sagt, auf einmal ruft einer aus der Menge, ruft Jesus zu. In Vers 13 können wir das lesen. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Also er hat Erbprobleme gehabt, wie es ja oft auch heute ist, Erbstreitigkeiten. Und da ruft er so aus der Menge, aus der Masse Jesus zu und sagt ihm: Lehre auch das, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbteil teile. Mach doch Klarheit, ne? Wir wollen immer klare Dinge haben. Und was für eine Antwort gibt Jesus? Er sagt, er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Das ist nicht meine Aufgabe. Ihr kennt ja das Gesetz Mose, da wird das alles ganz deutlich geregelt, wie das geschehen soll, dass der Erstgeborene das doppelte Teil bekommt und so weiter. Was habe ich damit zu tun? Wer hat mich zum Erbschlichter über euch gesetzt? Und anschließend sagt er dann, und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Also er hängt da gleich etwas dran, der sagt, ja, ich möchte da mein Erbe haben. Und dann gibt er eine Warnung. Und die Warnung heißt, hütet euch, seht zu, vor aller Habgier.
Und dann kommt wieder so ein geistliches, tiefes geistliches Wort, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, also dass er Reichtum anhäuft. Aber dass Sie das noch besser verstehen, fügt er jetzt ein Gleichnis dazu, dass es alle verstehen können. Und Jesus sprach ja oft in Gleichnisse, um Wahrheiten uns klar zu machen. Und jetzt dieses Gleichnis in Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wenn man das jetzt so schnell liest und so, wie würden wir diesen Gutsherrn oder diesen Landwirt, wie würden wir ihn einschätzen, was er da so geplant hat? Wie würden wir ihn einschätzen? Was würden wir so sagen? So ganz, ja, ein cleverer Mann, ne? Der denkt: Oh, gute Ernte, muss ich noch meine Speicher erweitern und so weiter. So auf die Schnelle gesehen, sagen wir, ein kluger Mann. Aber dieser Mann, er machte nicht nur einen Fehler, sondern vier Fehler. Und ich möchte mit euch jetzt herausfinden, diese vier Fehler, die er gemacht hat. Vier Fehler hat er gemacht, und das geht jetzt dann in unser Leben auch hinein, was diese vier gravierenden Fehler, was sie bedeuten, aber was auch die Lösung ist. Da möchte ich euch jetzt bitten, mitzuhelfen, was sind seine vier gravierenden Fehler gewesen. So oberflächlich gesagt: cleverer Mann, guter Geschäftsmann, er expandiert größer, breiter, höher. So ist er das Denken der Menschen. Gut, jetzt schauen wir uns an, welche Fehler er gemacht hat. Fehler Nummer 1. Was denkt ihr, was sein erster Fehler war? Was war sein erster Fehler? Was würden wir jetzt sagen? Was war sein erster Fehler? Ja? Er fragte sich selbst: Was soll ich tun? Er fragte sich Gott. Aha, er fragte sich selbst. Sein erster großer Fehler war, er vergaß Gott. Wer hat denn ihm den Segen geschenkt, dass alles so wunderbar gedeiht, gedient ist? Gott, er ist der Geber aller guten Gaben, doch nicht durch seine Verdienste. Sein erster gravierender Fehler: er vergaß Gott. Er dachte nur, der Schwabe würde sagen, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Also das heißt, arbeiten, arbeiten, Haus bauen. So sagt der Schwabe. Fleißig, könnte sogar ein Deutscher sein. Nur arbeiten und vergrößern. Aber so ist es nicht. Und bis heute streben die Menschen nach diesem Reichtum. Denken wir an das Jahr 1989. Fällt uns da etwas ein? 1989. Sowjetunion zusammengefallen, der ganze Kommunismus, alles, eine neue Ära begann. Und da waren auch schlaue Menschen darunter, die aus diesem Zusammenbruch Kapital geschlagen haben. Und wer war das? Da hat sich so eine besondere Gruppe herausgeschält, die Oligarchen. Die Oligarchen, die auf schlaue Weise Reichtum angehäuft haben, dass sie Milliarden auf einmal hatten. War das möglich? Der Kommunismus sagt, alle sind gleich, und jetzt auf einmal sind da Männer, die haben Milliarden. Kann das durch ehrliche Arbeit zustande gekommen sein? Unmöglich. Unmöglich. Und die beherrschen eigentlich die ganze Politik, das ganze Land, die sogenannten Oligarchen in den Ostländern. Also nicht durch Fleiß, durch Anstand,
ist das geschehen, sondern durch Betrug. Aber hier bei diesem Mann sehen wir doch die Situation anders. Er hat eigentlich fleißig seine Arbeit gemacht. Es steht ja nicht, dass er betrogen hat, sondern er hat nur eines gesehen. Was bringt Reichtum mit sich? Sorge. Sorge, ne? Eine bestimmte Sorge, ne? So wie auch heute. Heute ist es ja so, die Zinsen sind im Keller, ja, was mache ich mit meinem Geld, wie lege ich das an, und da spekulieren die Leute das und das und das, wir kennen das. Also hier finden wir, Reichtum bringt Sorge, aber hier können wir sagen, der arme reiche Mann bei seiner ganzen Überlegung, und das war sein erster grundlegender Fehler, was hat er vergessen? Gott hat er vergessen. Er hat nicht gedacht, Gott gibt mir den Verstand, Gott gibt mir die Gesundheit, Gott gibt mir die Weisheit, all das, was ich ja brauche, um wirklich voranzukommen. Und so ist es auch für uns immer wieder wichtig, dass wir uns fragen, wer gibt uns das, was wir haben? Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir arbeiten können, dass wir was erwerben können, kommt nicht von alleine, sondern Gott hat uns da Fähigkeiten und Gesundheit und all das gegeben, Kraft zur Arbeit. Und so sehen wir, dass der Mensch das oft sehr selbstverständlich nimmt und denkt jetzt nur an sich. Das Kernproblem dieses Mannes, was war das? Was war das Kernproblem? Wenn wir diesen Abschnitt lesen, ist interessant, im Grundtext, wisst ihr, wie oft in diesem kleinen Abschnitt das Ich steht? Nicht einmal. Nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, nicht fünfmal, sechsmal. Ich, 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 ich. Das will ich tun. Er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größer und wilderen und so weiter. Also es kreist sich alles um das Ich. Ist das was Bekanntes? Das ist das Grundproblem des Menschen, sein Ich, also sein Ego. Um das geht es. Und wir wissen, Schwester Weiz sagt, der größte Kampf ist der Kampf gegen das eigene Ich. Immer wieder das Ich ist da. Und das Ich will da das und jenes tun. Und das war bei diesem, das war seine Krankheit. Und jetzt können wir sehen, was als Gegenmittel, was ist das Gegenmittel gegen die Krankheit des Egoismus? Was ist das Gegenmittel? Bitte? Ja, Jesus sagt es so klar in Matthäus 22. Da haben wir das Gegenmittel und wir werden das gleich sehen. Matthäus 22, da wird uns von Jesus so schön das gezeigt. Wir kennen das Wort, wir hören das Wort, aber was will uns Jesus damit sagen? Matthäus 22, und da lesen wir, von einem Pharisäer gefragt, Vers 35 bis 40. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten. Was ist das Gegenmittel gegen die Ich-Sucht? Gott an die erste Stelle, nicht das Ich, ein Tausch muss stattfinden. Gott an die erste Stelle, das ist das Problem. Er denkt nur an sich und ich, wie kann ich mich noch vergrößern? Nein, hier wird gezeigt, und Jesus sagt es ja so deutlich, was kann und soll die Mitte des Lebens sein? Was kann und soll die Mitte des Lebens sein? Ja, du sollst den Herrn, und was ist der Motor dazu? Der Motor, dass Gott in der Mitte ist, die Liebe. Die Liebe,
Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das. Also das sollte an erster Stelle stehen. Und dann merken wir, dass wir da vielleicht auch manchmal zu kurz kommen, dass nicht immer Gott an der ersten Stelle steht. Und dass wir immer zuerst fragen, ja, was ist Gottes Wille? Luther hat es einmal so klar gesagt, er sagte, werde wahrhaftig vor dir selbst, erkenne dich als der du bist. Ein verlorener, verdammungswürdiger Mensch, äußerlich vielleicht tadellos, aber vor Gott bekenne, Herr, ich bin ein jämmerlicher Bettler vor dir, der sein Ich angebetet hat, der nicht nach dir fragte. Das ist das Grundproblem oder die Grundkrankheit oder das Krebsgeschwür in den Menschen. Er betet sein Ich an, sein Ego. Und da ist das der erste grundlegende Fehler. Aber wie hat eben jetzt Jesus, und jetzt gehen wir in die Praxis hinein, wie hat denn Jesus das gelöst? Die Krankheit des Egoismus, die Krankheit des Ichs, gibt es eine Lösung? Wie hat er es gelöst? Und da können wir nur sagen, er hat es auf die einzigartige Weise gelöst, was kein Teufel erdacht hat oder gedacht hat oder erfunden hat, sondern allein Gott. Was hat Gott getan? Er sandte Jesus auf diesen Planeten. Jesus wurde Mensch. Und was hat er auf sich genommen? Diese Ich-Sucht, diesen Egoismus, diesen Zorn, Neid und das Streben. Und das alles zusammen hat er in den Tod genommen. Das wurde bestraft, dass wir wieder freikommen können von dieser Ich-Sucht. Also, wenn ein Mensch wirklich in dieser Ich-Sucht gefangen ist, dann gibt es nur immer einen Ausweg, hin zu Jesus, hin zum Kreuz und ihn ansehen. Warum hast du das getan? Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal erzählt habe. Ich war in einer Jugendgruppe und dann hatten wir auch eben über das Kernproblem gesprochen und dann hatten wir über die Kernlösung gesprochen. Und dann hatten wir Folgendes gemacht, Jesaja 53, da hatten wir gelesen. Sage ich, gut, liebe Jugendlichen, schlagen wir auf Jesaja 53 und lesen wir diesen Text 4 und 5. Aber lesen wir es einmal anders. Steht hier, wir kennen das, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, weil wir Verkehrtes getan haben, um unserer Sünden willen, weil wir das Ich, das Ego angebetet haben, zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Da ist die Lösung. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann sagte ich, lies das einmal entweder mit dem persönlichen Fürwort Ich oder setze deinen Namen ein in diesen Text. Und ein Jugendlicher sagte, okay. Und dann fing er an zu lesen. Dein Vorname ist? Aaron. Aaron, ja, Aaron. Ne? Und dann hat er gelesen, für wahr, er trug Aarons Krankheit und lud auf sich Aarons Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um Aarons Missetat willen verwundet und um Aarons Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass Aaron Frieden hätte. Und durch seine Wunden ist Aaron geheilt. Und der junge Mann liest das so und auf einmal kommen Tränen in seinen Augen. Sagt, ich habe noch nie so diesen Text gelesen. Jetzt verstehe ich. Das ist ja für mich geschehen. Er war ganz ergriffen, dass er erkannt hat, das gilt eigentlich mir. Und wenn wir so anfangen, die Bibel zu lesen, dann wird es ganz etwas Persönliches. Dann wird es ganz ein persönlicher Faktor, dass es für mich geschehen ist, alleine für mich. Und das ist das, ist die Lösung der Ich-Sucht, dass ich weiß, Jesus hat nicht, er hat diese Ich-Sucht auf sich genommen und gekreuzigt, ans Kreuz genommen, dass ich von dieser Ich-Sucht, von diesem Egoismus frei werde. Das ist die Lösung. Das ist das Großartige, was wir hier lernen können. Also, und so wird dann, wenn wir erkannt haben, Jesus hat meine Ich-Sucht auf sich genommen, ist gestorben für diese Ich-Sucht. Denn wir könnten fragen, was ist die größte Sünde?
Was ist die größte? Wenn wir jetzt in Bezug dazu fragen, was ist das größte Gebot? Haben wir ja gerade gelesen. Was ist das größte Gebot? Die Liebe zu Gott. Und was ist die größte Sünde? Die Liebe zu sich, die Ich-Sucht. Genau das Gegenteil. Die größte Sünde ist die Ich-Sucht. Dass das Ich angebetet wird, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dieses Problem hat ja jeder Einzelne. In größerer, in kleinerer, in abgeschwächter, in verborgener Form. Egal wie. Das ist das Kernproblem. Und das hat Jesus gelöst. Und wenn ich jetzt, wie kann ich von dieser Ich-Sucht frei werden? Wie kannst du, wie kann ich von dieser Ich-Sucht frei werden? Eigentlich ganz leicht, indem ich mein Ich Jesus übergebe und sage, Herr Jesus, regiere du es. Nicht mehr ich, sondern du. Wie Paulus sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wunderbar. So kann es gelöst werden. Das heißt, wir werden herausgefordert, immer wieder unser Ich Jesus zu übergeben, neu Jesus zu übergeben. Und dann kann er überhaupt in uns wirken und Gestalt gewinnen, sonst ist es ja gar nicht möglich. Das ist der Punkt. Also bin ich bereit, Geschwister, mein Ich ganz Jesus zu übergeben? Völlig ohne Hintergedanken oder dass ich noch eine Rückversicherung, völlig mich ihm übergeben und sage, Herr, regier du. Da sagt der eine, oh, das ist schon eine Sache. Das ist das Erste. Erster Fehler. Schauen wir uns seinen zweiten Fehler an, Lukas 12. Was war sein zweiter Fehler, sein gravierender Fehler? Lukas 12, was sagt er, wenn wir das jetzt uns genau anschauen, in Lukas 12, dieser Mann, er war anscheinend, ja, fleißig, aber das sagt er hier in Vers 17 und er dachte bei sich selbst. Also er hat sich Gedanken gemacht, er hat nachgedacht. Jetzt versuchen wir wieder den zweiten Fehler gemeinsam herauszufinden. Was denkt ihr, was sein zweiter Fehler war bei diesem großen Segen, den er von Gott empfangen hat? Ja? Ja, er sagt Beinfrüchte. Ja. Genau, seine, ja, ist mein Verdienst, genau. Was war sein zweiter grundlegender Fehler? Ja, sehr gut. Er vergisst seinen Nächsten. Er vergisst seinen Nächsten. Wir haben gerade gelesen, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Nächstenliebe kann nur immer wieder in der Verbindung mit der Gottesliebe geschehen. Nur in Verbindung mit der Gottesliebe. Weil sonst wird es wieder ein Egoismus. Ne? Dass viele Leute helfen den anderen und ich habe das gemacht. Ne? Also, die Nächstenliebe, er vergaß seinen Nächsten neben sich. Also, wir können uns gut merken, er vergaß Gott über sich. Er vergaß seinen Nächsten neben sich. Das ist der zweite grundlegende Fehler gewesen. Obwohl er es ja leicht hätte wissen können. Wenn wir lesen zum Beispiel ein Wort in 5. Mose 15, da sagt Gott ganz deutlich, was der Mensch immer tun sollte und was er denken sollte, wenn Gott ihn gesegnet hat. 5. Mose 15, 7 und 8. Wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinen armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Also hat er eine Entschuldigung, jetzt bin ich so gesegnet worden, dass er den Nächsten vergisst, den armen Bruder. Denn Jesus sagte einmal, Arme werdet ihr immer haben. Warum eigentlich? Jesus kam auf diese Welt, er hat ja die Menschen geheilt, er hat ihnen Gutes getan, alles. Warum stellt Gott immer Arme neben uns? Wegen wem? Wegen uns. Wegen uns. Dass wir Mitleid auch haben, dass wir helfen können, dem Nächsten. Das ist das. Und so spricht die Bibel sehr viel von Mithilfe, dem Nächsten zu helfen, in irgendeiner Weise. Und wenn das entsprungen ist aus der Liebe zu Gott, dann steht es im richtigen Verhältnis. Aus der Liebe zu Gott
tue ich das. Und dann wird ein Mensch nicht verletzt sein oder übergangen worden sein. Ja, die haben mich gar nicht erwähnt und so, weil er es ja wegen Gott tut, nicht wegen sich. Er wird barmherzig sein. Und das hat Gott gut den Israeliten gelehrt. Du sollst immer für den Nächsten da sein. Ich war mal in einer Synagoge und dann kamen da auf einmal, ja, kamen verschiedene Leute, ich kannte ja niemanden, und dann sah ich so im Hintergrund, da waren so arme Juden und dann waren andere Juden und die haben da gesprochen und hin und her. Hinterher habe ich dann erfahren, da waren arme Juden, die hatten nichts. Und da haben also gut bemittelte Juden ihnen geholfen. Also die Nächstenliebe war sofort da. Also Juden helfen sich immer unter sich selbst. Da gibt es überhaupt kein Problem. Das ist ein festes Gebot von Gott. Du sollst deinem Bruder helfen, wenn er arm ist, und sie helfen sich wunderbar. Also das steckt schon bei ihnen drinnen. Und so wird auch der Gläubige das erleben, dass er wirklich für andere da ist, dass er nicht nur an sich denkt. Also das Gebot der Nächstenliebe. Aber wie kann dieses Gebot der Nächstenliebe richtig durchgeführt werden? Was ist da grundlegend notwendig, dass einer wirklich den Nächsten liebt wie sich selbst? Was für ein Schlüsselerlebnis muss er haben? Liebe zu Gott, jawohl. Wie kriege ich Liebe zu Gott? Ich brauche ein Schlüsselerlebnis und das brauchen wir alle, so wie wir hier sitzen. Ohne dieses Erlebnis nützt uns eigentlich alles nichts. Das ist jetzt eine starke Aussage, die ich mache, aber das sagt die Bibel. Was ist grundlegend notwendig für alle von uns? Sehr gut, die Wiedergeburt. Jesus sagt, wenn du nicht neu geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Auch wenn du Gutes tust, auch wenn du lieb und nett bist. Also es muss in meinem Inneren etwas geschehen. Also Gott heilt nicht von außen, sondern von innen. Gott sagt nicht, du musst dich besser zusammenreißen, du musst lieber und netter zu den Menschen sein, mach das, sondern Gott arbeitet ganz anders. Der Heilungsprozess geschieht von innen nach außen. Und wie geschieht er? Durch die Wiedergeburt. Jesus sagt ganz klar zu Nikodemus, du hast keine Chance, ins Reich Gottes zu kommen, wenn du nicht wiedergeboren bist. Und deshalb können wir sagen, liebe Geschwister, alle wie wir sind, wir leben auf drei Ebenen. Entweder, das sagt Paulus in 1. Korinther, lebst du auf der Ebene des natürlichen Menschen, ohne Gott. Oder auf der Ebene des geistlichen Menschen, wiedergeboren. Oder, gibt es noch eine dritte Ebene? Auf der Ebene des fleischlichen Christen. Und was ist der fleischliche Christ? Also der Nicht-Wiedergeborene ist draußen, weil der hat so wenig Gedanken über Gott, der Wiedergeborene, er hat Jesus in sein Leben genommen. Und die dritte Ebene, und da spricht die Bibel sehr viel davon, ist die fleischliche Ebene, die wohl Jesus aufgenommen haben und dann kommt ein Stillstand. Und dann geht es nicht weiter. Und dann kennen wir das Schreiben von Jesus oder ja, Johannes an Laodicea. Du bist nicht kalt und bist nicht heiß, sondern bist lau, gleichgültig. Also ein Mensch, der in seinem Glaubensleben nicht wächst, wird fleischlich. Er glaubt an Christus, er macht das, aber er ist in zwischendrinnen. Das ist die dritte Ebene und da bewegt sich der Mensch. Und deshalb sagt Jesus, und er sagt es ja an seine Gemeinde, bitte, werde kalt oder heiß. Wenn du kalt wirst, dann merkst du das, dann tust du etwas. Und wenn du heiß bist, dann liebst du mich. Aber wenn du so lau bist in diesem zufriedenen Zustand, dann gehst du verloren, ich werde dich ausspucken. Das ist mir zuwider. Das ist es. Und deshalb ist das zweite Schlüsselerlebnis, oder das, was der Mann benötigt, hatte eine Neugeburt. Und wie geschieht diese Neugeburt? Das ist ja jetzt die Frage. Denn Gott sagt es so wunderbar, Hesekiel 36, und das brauchen wir alle, so wie wir hier sitzen. Hesekiel 36, da wird uns dieses ganz klare Wort gesagt in 36, Vers 26 und 27. Und
Ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist ein wiedergeborener Mensch, der so eine Herzerneuerung bekam. Herztransplantation. Gott gibt uns ein neues Herz und er tut es. Und jetzt die praktische Frage, wie erlebe ich das? Wie erlebe ich die Wiedergeburt? Wir wissen alle, die natürliche Geburt, was konnten wir zu unserer natürlichen Geburt dazu tun? Nichts. Konnten wir nichts dazu tun. Können wir etwas zu unserer geistlichen Geburt dazu tun? Zu unserer Wiedergeburt, können wir da was dazu tun? Ja, sicherlich, aber ganz bestimmt. Wir können etwas dazu tun, dass wir dieses erleben. Die geistliche Geburt ist nicht kompliziert, sondern ganz einfach. Der Mensch übergibt sich Gott und sagt, ja, schon wie beim ersten, Herr, übernimm du das Kommando. Und dann geschieht durch den Geist Gottes, dass der Geist Gottes in sein Leben einzieht. Es ist ein Beginn geschehen. Aus seinen freien Stücken, aus freien Willen übergibt er sich Gott und ein neues Leben beginnt. Im Keim. Jetzt muss es wachsen. Es kann auch im Keim ersticken. Jetzt muss es wachsen. Das ist unheimlich wichtig. Also jeder von uns, der sagt, ja, bin ich es nicht, kann es erleben. Und noch dazu möchte ich fügen, das ist nicht ein einmaliger Akt. Sondern, wie oft sollen wir uns übergeben? Täglich. Jeden Tag kannst du dich neu Jesus übergeben und sagen, Herr, nimm du es in deine Hand. Und so wachsen wir. Weil dann geben wir Gott Freiraum, dass er in mir das wirken kann, was ich nicht wirken kann. Aber ich muss die Zustimmung geben. Und solange ich die Zustimmung gebe, kann Gott es tun. Gebe ich nicht die Zustimmung, stoppt es. Also Wiedergeburt, das ist das Schlüsselerlebnis, was wir brauchen. Und so lieben wir Gott und lieben den Nächsten. Und das brauchte dieser Mann. Er hatte nicht die Wiedergeburt erlebt. Er lebte für sich, sein eigenes Ich. Also das Gebot der Nächstenliebe fordert heraus, dass wir wiedergeboren sind. Das ist der zweite verhängnisvolle Fehler gewesen. Und jetzt kommt sein dritter Fehler. Lukas 12. Was finden wir da als dritten Fehler, den er getan hat? Vielleicht fällt euch das auf. Lukas Evangelium Kapitel 12. Und da finden wir seinen dritten Fehler. Was könnte sein dritter Fehler gewesen sein? Eine todbringende Täuschung. In Vers 19 sagt er, und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aha, also wir haben gesagt, er vergaß seinen gnädigen Gott über sich, er vergaß den Nächsten neben sich. Und jetzt, was hat er jetzt gemacht? Er hat schon an sich gedacht. Ne? Er sagt so, liebe Seele, jetzt sei zufrieden, du hast genug. Was verwechselt er? Mit was täuscht er sich? Er meint, dass seine Seele, sein Innenleben befriedigt wird durch Essen und Trinken. Und das glauben heute Millionen Menschen. Esse ich gut, trinke ich gut, habe einen schönen Urlaub, Freizeit, Vergnügen, das ist für meine Seele. So dachte dieser Mann. Aber das war eine verkehrte Sicht. Durch was kann denn nur unsere Seele genährt werden? Durch was kann wirklich der Mensch von innen her gestärkt werden? Was nur, und das ist die entscheidende Lösung wieder, was viele, viele Menschen nicht sehen und Gläubige sagen auch, ja, das und das und das und vergessen dabei ihr geistliches Leben.
Wir kennen das Wort Jesu, als er sagte, und schon damals zum Versucher in der Wüste, Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Was er brauchte, eine Gemeinschaft mit Gott durch die Verbindung. Das brauchte er. Und da meinte er, und da hat er verwechselt, die Seele, wenn sie essen kann, trinken kann und so, dann ist alles gut, dann ist alles paletti. Aber das ist es nicht. Und wir haben Millionen Beispiele, die uns das bezeugen. Denn wenn das so wäre, dass Essen und Trinken uns glücklich macht, dann müssen die meisten Menschen glücklich sein, oder? Denn die futtern ja alle schön. Ne? Also es geht ja den Menschen gut. Ne? Ja, wenn das zum Glück der Menschen beiträgt, ja wunderbar, dann sind wir alle glückliche Menschen. Aber so ist es eben nicht. Der Mensch ist tief unglücklich, weil er viele seelische Probleme hat. Viele Probleme, wo er nicht zurechtkommt. Das ist das. Und da wird uns gesagt, das Entscheidende ist das geistliche Element. Sein dritter Fehler, er vergaß seine unbefriedigte Seele in sich. In sich. Das ist das Problem. Also wir haben gesehen, er vergaß Gott über sich, er vergaß den Nächsten neben sich und er vergaß die unbefriedigte Seele in sich. Er meinte, durch Essen und Trinken und allerlei Dinge kann das gelöst werden. Das kann es nicht. Wir wissen, wer war der reichste Mann, was wird uns in der Bibel gesagt, wer war der reichste Mann? Salomo. Und er sagte, ich konnte mir alles leisten. Und was für Resümee zieht er dann? Und alles war Hasch nach Wind. Ich konnte mir Gärten anlegen und das, was sein Herz begehrt hat. Aber das hat nicht seine Seele befriedigt. Und er sagte, es war alles nach Hasch nach Wind. Und dann sagt er, der Mensch ist geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott, zu dir. Und solange das nicht da ist, kann ich alles tun und ich kann mich am Kopf stellen. Ich werde dieses harmonische Leben nicht finden. Und das ist das Problem der meisten Menschen. Und sie wollen das nicht wahrhaben oder schieben das ab. Nein, wir brauchen wirklich eine echte Nahrung, die uns für unsere Seele das gibt, was unser Leben ausmacht. Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was er sagt. Und viele verkaufen ihre Seele. Und da können wir jetzt wieder zu uns gehen. Was ist denn so dein Kernpunkt? Ist es vielleicht dein Hobby? Ist es vielleicht das Ansehen vor den Menschen? Stolz oder irgendetwas? Auf was legen wir Wert? Der eine legt vielleicht auf die Mode, auf das äußere Wert, das oder jenes. Irgendjemand, das ist wichtig und das ist wichtig. Und vergisst dabei das Wichtigste in seinem Leben. Das ist es. Und weil die Menschen eben unbefriedigt sind, deshalb suchen sie Ersatzbefriedigungen in irgendeinem Spiel oder in irgendeinem Hobby oder in irgendeinem Apparat oder Maschine oder was ja heute alles überschwemmt wird. Und das ist ihr Leben. Aber das befriedigt doch nicht die Seele. Das befriedigt doch nicht den inneren Menschen. Und das ist die Not. Und deshalb sagt Salomo, alles Hasch nach Wind. Oder viele Menschen suchen, auch in unseren Zeitgenossen, also in materiellen Dingen ihr Glück. Aber sie merken, da finden sie es nicht. Jetzt gehen sie zu ideellen Dingen, indem sie sich für Gutes einsetzen. Für Menschen, für Tiere, für Kunstgegenstände, für Kulturgüter. Da setzen sie sich ein und da gibt es viele, viele Menschen. Oder andere sagen, naja, ich bin auch unbefriedigt. Wie suchen Sie das zu befriedigen? Durch geistige Werte, durch Bildung, durch Wissen, durch Wissenschaft. Sagen sie, aha, und da leben sie, das ist ihr Leben, das ist ihre Welt. Der eine da, der andere da. Aber früher oder später merken sie, das kann ihr Innerstes nicht befriedigen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Es nützt nichts. Das ist der Punkt. Und deshalb ist eben dieses Wort wahr, was Augustin gesagt hat, meine Seele ruht nicht, bis sie ruht, oh Gott, in dir.
Das können wir schon sehen bei den Menschen, wenn wir sie anschauen, ob sie wirklich das gefunden haben, was sie suchen, oder ob ihnen etwas fehlt. Den meisten Menschen fehlt etwas. Aber die Tatsache ist, jeder Mensch auf diesem Planeten ist geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Jeder Mensch, wie es die Bibel sagt, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Nur in ihm kann ich zu dieser Harmonie kommen. Und das schenkt uns Gott, wenn der Mensch zu dieser Erfahrung kommt. Was erleben wir, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben? Was erleben wir heute? Denn viele Menschen sagen, ja, ihr vertröstet uns immer auf das Jenseits, was kommen wird. Aber das weiß ich gar nicht. Was habe ich denn jetzt hier, wenn ich mich mit Gott beschäftige, wenn ich mich mit Gott verbinde, wenn Gott die Mitte meines Lebens ist? Ja, was erlebe ich denn jetzt? Jetzt möchte ich es erleben. Und dann sage ich, mein lieber Freund, du kannst vieles erleben. Denn was schenkt Gott als erstes bei der Wiedergeburt? Frieden, den Geist Gottes. Dass ihr geboren werdet aus Wasser und Geist. Den Geist Gottes, genau. Und der schenkt Frieden. Der schenkt Geborgenheit. Der schenkt Halt. Der schenkt Kraft. Du stehst jetzt unter einem anderen Einflussbereich. Du stehst unter einem Einflussbereich des Geistes Gottes. Dein Denken wird auf einmal ganz anders. Vorher immer, ja, was weiß ich, immer das Ich befriedigen. Und jetzt wird dein Denken anders. Und es ist deshalb so wichtig, dass wir das nicht auf ein einmaliges Geschehen reduzieren, sondern immer wieder uns neu übergeben, dass wir wachsen und dass es stärker wird. Das ist das. Also, wir erleben jetzt Freude in Gott, Frieden in Gott, Geborgenheit in Gott, Gerechtigkeit in Jesus, dass er unsere Gerechtigkeit ist, Annahme bei Gott. Und das kann der Mensch jetzt erleben. Und wenn er das tut, sieht man das ihm auch an. Sag ich, ja, du bist ein anderer Mensch, du bist ausgeglichen, du siehst vieles anders. Das möchte uns Gott schenken. Das ist die wunderbare Erfahrung. Das war der dritte Punkt, den er vergessen hat. Und jetzt hat er noch etwas vergessen. Was war das vierte? Schauen wir uns wieder an, Lukas 12. Das vierte, was er vergessen hatte, was war es? Also, er vergaß Gott über sich. Er vergaß den Nächsten neben sich. Er vergaß sein Innenleben, um was es geht, in sich. Das hat er auch vergessen. Er meinte durch Essen und Trinken. Und jetzt kommt das vierte. Was könnte das vierte sein? Was hat er noch vergessen? Sein vierter gravierender Fehler, das sagt uns die Bibel in Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Dummkopf, würden wir heute sagen, du Dummkopf, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Was vergaß er? Die Zukunft vor sich. Er lebte nur für das Diesseits. Die Zukunft vor sich, das hat er vergessen. Denn hier steht ja, die Nacht, keiner von uns weiß, wie lange er lebt. Es kann heute zu Ende gehen. Und dann, was habe ich gemacht? Das ist es. Und deshalb sagt er, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Diese Nacht ist es zu Ende mit deinem Leben. Und wem wir dann gehören, was du angehäuft hast. Wenn du darauf dein Leben gebaut hast, dann war das vergeblich. Denn was nimmst du mit? Null, zero, Schluss, nichts. Also, du brauchst etwas, wo du darauf bauen kannst. Und da sagt jetzt Jesus als Zusammenfassung zu diesem Gleichnis, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott oder in Gott. Das ist eigentlich der wahre Reichtum. Auf das kam es an. Das ist das Entscheidende. Und deshalb sagt die Bibel, wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Und danach, was sagt die Bibel? Hebräer 9? Das Gericht. Also, lieber Freund, wie hast du gelebt? Wie war dein Leben? Und das sollte uns immer wieder bewusst sein. Wie lebe ich heute mein Leben?
Und da bekommt dieses Gleichnis so eine bedeutende, einen bedeutenden Aspekt. Wie lebe ich heute mein Leben? Lebe ich nur für mich oder das und ein bisschen und dieses oder jenes? Was ist es eigentlich, wenn das Leben gelebt wird, wo Gott die Mitte ist, wo er der Zentralpunkt ist, dann geht das auf den Nächsten über, dann geht es darauf über, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe und dann habe ich auch ein bestimmtes Ziel in meinem Leben, nach dem ich mich ausrichte. Denn nur wenn ich ein Ziel habe, kann ich mein Leben richtig ausrichten. Viele Leute, ich frage sie oft, ja, für was leben Sie? Das weiß ich nicht. Ich hätte es gern gewusst. Also sie wissen nicht einmal, für was sie leben. Man lebt so in den Tag hinein. Aber der Gläubige, er weiß, wozu er lebt, was der Sinn in seinem Leben ist. Und das ist das Großartige. Der Sinn des Lebens muss immer ganz klar im Blick sein. Denn der Mensch lebt doch nicht. Heute wird Gott das Leben abschließen, 6 Bretter und 1 Meter unter der Erde. Was das? Das war es nicht. Es muss mehr sein. Und das möchte uns Jesus so deutlich vor Augen führen, um was es im Leben geht. Das Leben ist kein Zufall. Das Leben ist kein Glücksspiel. Und so ist auch das Reich Gottes kein Zufall und kein Glücksspiel. Du kannst in das Reich Gottes kommen, wenn du dich wirklich für Jesus entscheidest. Und so ist hier dieses Gleichnis, wird uns so ganz deutlich gesagt, und das ist jetzt für uns die praktische Dimension. Hebräer Kapitel 3, 7, Vers 7 und 13. Hebräer 3, lesen wir mal dieses Wort, Hebräer 3, Vers 7 und Vers 13. Es ist eigentlich ein feierlicher Aufruf, ja, oder schon Vers 12, seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Und dann den Vers 13, den haben wir ja gelesen, ja, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Heute entscheiden wir, wo wir die Ewigkeit verbringen. Heute, nicht irgendwann. Heute entscheiden wir, wo ist mein zukünftiger Platz. Und um das geht es. Und liebe Geschwister, wenn wir hier von Jesu die Anweisung bekommen, er sagt hier, er möchte ihnen durch dieses Gleichnis zeigen, was wirklich das Leben ist, dass es einen Wert hat, mit ihm zu leben. Und deshalb sagt er ja, am Beginn dieses Gleichnis sagt er ja dieses Wort, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, sondern, Vers 21, sondern wir sollen reich in Gott sein, nicht die Schätze sammeln und ist nicht reich bei Gott. Und das ist die praktische Anwendung, dass wir verstehen, wo ist wahrer Reichtum. Wahrer Reichtum geschieht nicht darin, dass ich nur für mich lebe, sondern dass Gott an erster Stelle ist, dass ich nicht nur an mich denke, sondern an den Nächsten, dass ich pflege wirklich das größte Vorrecht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und liebe Geschwister, und da stehen wir jetzt an dieser Frage, dass wir ein konkretes Ziel haben. Und meine Frage an dich und an mich und an uns alle ist, hast du in deinem Leben ein konkretes Ziel? Weißt du, was dein Ziel ist? Leider, viele Menschen, die ich frage, die leben in den Tag hinein. Wie ist es bei dem Gläubigen? Hat er ein konkretes Ziel, dass er sagt, ich
tut das oder ich setze mich dafür ein oder ich möchte das Ziel erreichen. Wir wissen, keiner kann in seinem Beruf weiterkommen, wenn er nicht ein Ziel hat. Ein ganz klares Ziel und das steuert er darauf hin, das setzt er alles ein, dass er dieses Ziel erreichen kann. Und er erreicht es auch. Und wie ist es im Glaubensleben, im geistlichen Leben, auf das es eigentlich ankommt, was ist dein und mein Ziel? Und diese Frage möchte ich euch mitgeben. Denkt vielleicht heute darüber nach, habt ihr konkrete Ziele oder sind die so schwammig oder sagen, ja, irgendwas schon, was ist es? Denke nach, du kannst dir das leicht merken, vergiss nie Gott über dir. Vergiss nie Gott, den Nächsten neben dir. Vergiss nie dein inneres Glaubensleben in dir und vergiss nie die Zukunft vor dir. Und wenn du da einen klaren Blick hast, dann schenkt dir Gott eine Vision, was es bedeutet, reich in Gott zu werden. Amen. Amen. Großer Gott, wir haben jetzt so schön gesungen, dass nicht der Reichtum das Ziel unseres Lebens ist, sondern du, dass wir im Lebensbuch stehen können. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Du hast dich offenbart, lieber Vater, durch Jesus. Und Herr Jesus, wir möchten dich auch anbeten und dir danken, was du für uns getan hast. Lass uns lernen, was in unserem Leben wichtig ist. Lass uns dieses Wort, was du damals den Menschen, den tausenden Menschen gesagt hast, lass es uns verinnerlichen und danach handeln, dass wir reich in Gott werden. Lass unser Leben uns überdenken. Was ist das Ziel? Was tue ich? Liebe ich dich von ganzem Herzen? Liebe ich den Nächsten? Bin ich wirklich besorgt um mein Innenleben? Und habe ich ein klares Ziel vor Augen? Hilf mir, dass ich wirklich mich ganz dir übergebe, Tag für Tag, dass du in mir wohnst und mich gebrauchen kannst. Und so bitte ich dich, segne uns als Gemeinde durch deinen Heiligen Geist. Denn nur der Heilige Geist kann uns überführen, unserer Schwachheit und was wir tun sollen. Und dass wir ein Ziel vor Augen haben. Vergib uns, wo wir verkehrt gehandelt haben und schenk uns das Verlangen zu wachsen in dir, in deiner Liebe. Segne deine Kinder weltweit, segne dein Volk, segne die Missionsarbeit und dass Menschen zu dir finden. Segne auch die Kranken, die Leidenden, die in Not sind. Und wir legen alles in deine Hand und bitten dich, bleibe und führe uns weiterhin. Wir bitten alles in den Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Amen.